So, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Ja, die normalen Episoden mehr oder weniger stehen jetzt auch mal wieder vor der Tür. Zumindest geht es mir jetzt gut genug, um aufzunehmen. Also irgendwie weiß ich nicht genau. Also irgendwas stimmt auf jeden Fall immer noch nicht. Aber zumindest bin ich fit genug, um aufzunehmen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal was. Und da die Update-News, die Sneak Peeks, die Teaser, was auch immer noch nicht da sind, habe ich mir gedacht, wir gucken heute mal in dieser Episode. Ich rede über meinen Update-Wunsch, über meine Update-Wünsche. Was wünsche ich mir denn? Und das ist im Endeffekt was ganz Einfaches, was ganz Banales. Da werden wir gleich mal drauf gucken. Aber zunächst einmal habe ich mich entschieden, hier doch den Goldpass zu holen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, danke übrigens für die ganze Unterstützung der letzten Tage, obwohl ich ja nicht mal ein Video hochgeladen habe, haben viele Leute den Creator-Code benutzt, MBF. Ich danke euch ganz herzlich dafür. Und wenn ich mal wieder die Zeit finde, ja, dann werden wir auf jeden Fall mal wieder ein cooles Gewinnspiel machen. Ich verspreche es euch. Also, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, auch natürlich, wenn die Update-Sachen kommen und ihr dann Pakete kauft oder so, gerne den Creator-Code MBF eingeben, hier im Shop auf das C klicken. Und jetzt kaufen wir uns mal eben den Goldpass. Bis gleich. So, wir haben ihn bekommen und das Gute ist, dass ich jetzt hoffentlich hier irgendwie ein paar Sachen kriege, die ich verkaufen kann. Zum Beispiel Supertrank. Ja, wir müssen mal gucken. Ich muss irgendwas verkaufen. Oh, Bauarbeitertrank, den kann ich super gebrauchen. Wir müssen mal gucken. Wir müssen Punkte holen auf jeden Fall. Ich kann aber jetzt gerade nichts holen. Ja doch, die drei Sachen hier kann ich holen. Das sind die 60 Punkte, die mir genau fehlen. So, muss spenden. Ja, super. Die sind alle weg. Die sind alle mal wieder weg. Na gut, dann müssen wir das tatsächlich irgendwie anders machen. Also, habe ich etwas, was ich verkaufen kann? Wir müssen ein bisschen rechnen. Ja, hier auf jeden Fall. Heldentrank brauche ich nicht so viele von. Verkaufen wir mal einen, dann habe ich 26. Dann beenden wir das jetzt mal eben. 24 Gems. Ah, und sind fertig und können endlich mal wieder was ausgeben. Und reden dann auf jeden Fall gleich drüber, was ich mir denn da so vorgestellt habe. Ja. Was ich mir da so vorgestellt habe, was ich mir wünsche für das Update, es sind keine großen Sachen. Nein, 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 nein. Es sind auf jeden Fall keine großen Sachen. Wir machen das Begleiterhaus auf jeden Fall in... Aber guck mal, in 3 Stunden. Ich habe eine Idee. Wir machen eine Mauer für 7,2. Wir machen eine Mauer, glaube ich, hiermit schon mal. Ja, komm. Jetzt habe ich zwar nicht mehr so viel, um das Begleiterhaus zu machen. Ja, doch, jetzt schon wieder fast... Wir können noch eine Mauer machen auf jeden Fall. So, ich kann endlich die Juwelenkiste holen. Haben wir was in der Schatzkammer? Oh Gott. Ja, muss ich auch holen. 6 Millionen Gold können wir gleich auch nochmal wieder benutzen. Also, das Weihnachtsfest steht vor der Tür, das Weihnachtsupdate steht vor der Tür und da habe ich mir Gedanken gemacht, was ich mir denn persönlich wünsche. Und da Weihnachten ja im Endeffekt das Fest der Nächstenliebe ist und das Fest ist, wo man vielleicht mal ein bisschen was gibt, habe ich mir gedacht, es wäre doch mal ganz gut, wenn Supercell, also das Clash of Clans Team, nicht den Leuten auch mal ein bisschen was zurückgibt, den ganzen treuen Spielern, die das ganze Jahr über, ja, dem Spiel die Treue gehalten haben und die gesagt haben, hey, wir sind hier, wir spielen das Spiel, wir lieben das Spiel, wir spielen das Spiel gerne. Und da, was meine ich damit? Zum Beispiel einen Skin für Gems, mit ein bisschen weniger Gems vielleicht. Nicht so teuer, nicht wieder, ich glaube 1500 normalerweise, ne? Finde ich ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Szenerie. Die Weihnachtsszenerie vom letzten Jahr, oder wenn dieses Jahr eine Weihnachtsszenerie kommen soll, das ist sie doch hier. Die Weihnachtsszenerie vom letzten Jahr mit ein bisschen Gems vielleicht, nicht immer alles mit Geld. Seid doch mal ein bisschen... Ja, den nehmen wir übrigens mit. Seid doch mal ein bisschen lieb zu den Leuten und sagt einfach mal hier, wir wollen den Leuten was zurückgeben und wir wollen auch den Spielern was zurückgeben, die vielleicht kein Geld hier reinbuttern in das Spiel, die dann vielleicht Free-to-Play spielen. Das fände ich mal ganz gut, wenn sie einfach mal sagen, hier, eine Szenerie vielleicht für ein paar Gems oder einen Skin für ein paar Gems. Dann können die Leute ja selber entscheiden, wenn die ein bisschen Gems gespart haben. Was ich natürlich auch immer feiern würde, wäre eine Challenge auf jeden Fall, weil, ja, also es ist das eine eine Challenge, aber das andere ist halt der Preis. Ich fand die Challenges zuletzt immer ganz gut. Ich erinnere mich zum Beispiel an die zum 10. Geburtstag. Die Preise teilweise, ja, weiß ich nicht. Also ich fände es gut, wenn da mal so ein, wenn es eine Challenge geben würde. Es gab ja, glaube ich, letztes Jahr eine oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall fände ich es ganz gut, wenn es da mal gescheite Preise gibt. Ein Buch von irgendwas oder einen 1, 2, 3 Bauarbeitertränke oder irgendwie sowas, ne? Das wäre schon ganz gut. Einfach den Leuten mal was zurückgeben, die das ganze Jahr überspielen, die das Herzblut in dieses Spiel reinstecken und
Ja, da wäre ich auf jeden Fall sehr dafür, wirklich. Da wäre ich ganz Feuer und Flamme auf jeden Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo wir jetzt ja gerade noch Flammi sehen, muss man eben gucken. Wir blitzen mal eben. Räumen dort schon mal etwas auf. Flammi ist jetzt schon mal ein bisschen... Ist Flammi schon unter Beschuss? Nee, Flammi ist noch nicht unter Beschuss. Wir haben Glück. König ist schon ordentlich am Rödeln. König ist jetzt mit dem Wutzauber versehen. Es läuft da wahrscheinlich gleich auf meinen Flammi zu. So, oben gucken. Zack, zack, zack. Die Zeit. So, Reward-Statue muss noch eben weg. König ist kurz vor knapp, glaube ich, gleich schon. Ja. Ich hatte mir auch sonst noch irgendwas notiert. Was sie da sonst noch machen können. Vielleicht könnten sie auch eine Szenerie umsonst raushauen. Das wäre auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt persönlich auch nichts gegen. So eine Szenerie umsonst. Warum nicht? Warum nicht? So eine schöne Szenerie umsonst. Das wäre doch was Feines. Ah, das wäre doch was Feines. Nein, der hat da noch einen Feger. Der Fratz hat da noch einen Feger stehen. Oh, interessant. Aber er hat da auch sehr viel auf einem Fleck. So, wir versuchen das jetzt mal wegzuholen. Ja, Szenerie umsonst, zumindest mit Gems als Sonderangebot, halt, das wäre schon mal ganz gut. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Aber das haben doch die Spieler auf jeden Fall verdient, finde ich zumindest. Ich weiß, dass Clash of Clans auch generell immer relativ viel rauskloppt, umsonst. Das muss man ihnen natürlich auch auf jeden Fall zugute halten. Trotzdem muss ich sagen, ja, so ein bisschen umsonst noch, warum nicht? Weil ich ja auch weiß, dass halt viele Spieler die Gems sparen. Dass viele Spieler sagen, ey, ich spare mir jetzt vielleicht nochmal ein paar Gems oder ich spare auf einen Skin oder so. Aber 1500 Gems, ich glaube wirklich, es sind glaube ich 1500, wir können gleich mal nachgucken. Und die alten Szenerien gab es glaube ich auch dann eher nur mit Euros zu kaufen. Fand ich persönlich dann auch nicht so geil, ne? Also, wir gucken drauf. Shop. Ja, 1500. 1500 Gems kostet mich das. Alte Szenerien kriegen wir halt gar nicht mehr. Warum nicht günstiger? 500. Einfach mal ein bisschen was zurückgeben für die Leute. Einfach mal, sagen wir mal, 500 Gems für die Leute. Und wir haben dann ein paar... Ja, wir haben dann einfach mal ein bisschen was an Sachen zurückgegeben für die Leute. Fände ich persönlich nicht schlecht. So, ein paar bisschen davon noch. Jawohl. Zack, zack, zack. Wir bauen wieder aus. So, ich habe fünf. Ich brauche auf jeden Fall einen davon. Es nützt alles nichts. Moment, ich habe auch einen zu... Wir haben viel zu wenig. Was ist denn da los? Viel zu wenig von den Ballons. Wir brauchen mehr Ballons. Haben wir jetzt? So. Wir brauchen noch ein paar Magier. Haben wir auch? So viele? Das sind zu viele Magier. Was mache ich denn hier? Jetzt haben wir's. So, vier Stück. Zack, zack, zack. No. Zack, zack. So. Ja, da würde ich mal sagen, machen wir einen kurzen Cut. Reden gleich nochmal eben weiter. Ich habe ja jetzt schon mal zumindest eine Sache abgeschlossen. Ich werde gleich noch offscreen mal eben schnell spenden. Werde mal eben offscreen noch schnell... Ja, in der Bauarbeiterbasis angreifen. Wir reden ein bisschen weiter. Schreibt mir gerne eure Wünsche in die Kommentare, was ihr euch für das Update wünscht. Jetzt nicht so direkt inhaltsspezifisch. Also, es könnte ja auch sein, also, wenn man ja mal ganz kurz noch überlegt, was denn sonst immer kam. Temporäre Truppe kam immer, ist ganz cool. Temporärer Zauber kam, glaube ich, immer, zumindest eine der beiden Sachen kam. Finde ich immer ganz cool. Aber ich habe es ja gesagt, was ich mir wünschen würde, einfach mal irgendwie so ein bisschen paar Belohnungen für die Leute. Beim Händler mal wieder was Cooles. Hatten sie, glaube ich, auch schon mal, ne? Dass sie dann an Weihnachten spezielle Angebote hatten und dann konnten die Leute da zuschlagen und haben dann spezielle Sachen bekommen oder Sachen waren umsonst, ein Buch war umsonst. Leute, das ist mein großer Weihnachtswunsch für dieses Jahr und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht habe ich einfach Glück, dass wir jetzt den ganzen Loot finden. Pech ist allerdings, dass ich den zweiten Blitz nicht dabei habe. Das ist schlecht. Deswegen muss ich das irgendwie anders lösen jetzt. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Da ist auf jeden Fall... Warte mal. Den könnte ich mir schon mal snaggeln da oben. Gut, dann haben wir die Seite schon mal weg. Das Problem ist jetzt gleich auf der Seite auf jeden Fall der Inferno-Turm. Das ist nicht so gut. Da bräuchte ich eigentlich gleich mal eben meine Loons. 1, 2. Zack. Und zack.
Zack, zack. Die setze ich jetzt alle schon mal dahin. Fliegt, Leute. Fliegt, 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 fliegt. Holt euch das Ding. Holt euch das Ding. Haben wir. So, auf der anderen Seite ist Flammi unterwegs. Schnappt sich das schon mal. Ich zünd schon mal eben. Luftfalle war auch schon am Start. Ja, ja. Ich bin mal wirklich sehr gespannt auf eure Antworten. Ich denke natürlich... Klar, viele von euch spielen wahrscheinlich auch Free-to-Play oder viele von euch geben auch nicht so ganz so viel aus. Und ja, ich habe auch immer viele, viele Kommentare gelesen, so ja, warum macht Supercell denn nicht mal den Goldpass mit Gems oder so? Viele kennen es natürlich auch von Brawl Stars, wo es den, ich glaube Brawl Pass heißt das da, den gibt es dort für Gems, das gibt es jetzt hier halt nicht. Ja, das sind halt alles so Sachen, deswegen würde ich natürlich auch genau, oder deswegen weiß ich natürlich auch genau, dass viele von euch das feiern würden, wenn es so etwas geben würde. Wenn halt, es muss ja nicht teuer sein. Es müssen auch nicht ganz teure Sachen sein. Es verlangt ja niemand, dass jetzt Supercell sagt, ey, ihr kriegt jetzt das Universalbuch geschenkt und dann kriegt ihr das noch geschenkt und dann kriegt ihr das noch geschenkt und dann kriegt ihr das noch geschenkt. Das erwartet ja auch niemand. Es geht ja eher darum, ja, dass man so ein paar kleine Sachen bekommt, die den Leuten dann auch wirklich weiterhelfen. Ich hab's ja gesagt, wie zum Beispiel... halt wirklich diese Skins oder so, wenn jemand wirklich auf einen Skin schon länger spart oder wenn jemand wirklich einen Skin verpasst hat oder wenn jemand eine Szenerie verpasst hat, sowas zum Beispiel. Eine schöne Winterszenerie umsonst. Das wäre schön. Das wäre auf jeden Fall schön. Würde ich feiern. Wir hatten ja die normale Magie-Szenerie für Rados 15. Oh, das könnten sie ruhig machen. Vielleicht eine mit ein bisschen mehr Details für ein bisschen Geld und eine umsonst. Eine Winterszenerie oder so. Und eine coole Challenge. Eine coole Challenge mit einem richtig coolen Preis. Denn die Challenges waren eigentlich immer ganz gut. Ich fand die Preise nur teilweise dann irgendwie nicht dementsprechend, weil dann hattest du irgendwie eine Challenge und dann gab es da irgendwie nur so ein paar Gems. Wobei dann gab es irgendwie da 10 Gems für oder so. Oder nur einen Trainingstrank. Ich meine, was willst du damit? Mir persönlich ist es eigentlich egal, weil mich reizt die Challenge an sich. Aber wenn doch die Leute da den, ja sagen wir mal, die Energie aufbringen dafür. Wir werden jetzt übrigens hier das weitermachen. So, zack. Ja, wenn die Leute doch die Energie aufbringen dafür, sage ich mal, dann sollten sie doch auch belohnt werden. Zumindest meine Meinung. Dann sollten sie belohnt werden, dann sollten sie auch was dafür bekommen. Und das wäre ja dann in dem Sinne... eine richtig gute Idee, dass man dann sagt, hier Leute, da kriegt ihr was Geiles raus. Vielleicht auch mal, ja, eine Schaufel ist immer so der Klassiker, den sie bringen. Sie bringen dann immer eine Schaufel und irgendwas noch. Weiß ich aber auch nicht. Also immer nur eine Schaufel ist auch Mist. Also immer nur eine Schaufel, finde ich, ist persönlich auch nicht gut. Ja, müsste man mal überlegen. Ich habe übrigens jetzt eben noch gerade das abgeschlossen. Bedeutet, ich habe jetzt hier das fertig. Bedeutet, dadurch habe ich den Bauarbeitertrank bekommen und ich kann in 3 Stunden, 9 Gem-Minuten und 12 Stunden wieder was machen. Muss ich halt gucken, was ich mache. CWL bin ich nicht dabei. Wie sieht's denn aus? Ein Sieg, eine Niederlage. Na, 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 na. Immerhin, oh, wir haben immerhin alle Angriffe gemacht. Ja, gut, bei 30 Sternen. Da kann ich mal sagen, ist in Ordnung. Damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Kanal. Creator-Code MBF nicht vergessen, ne? Im Shop hier auf jeden Fall auf das C klicken. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich dann bald, wenn das Update losgeht, zu Update-News. Also hier auf dem Kanal einschalten, einschalten, einschalten. Bis dann, macht's gut. Tschüss.